Japan und Rollenspiele. Das hat eine lange Tradition. Seit den Tagen von Final Fantasy und Dragon Quest ist viel Zeit vergangen, aber eines hat sich nicht geändert. Noch immer zählen diese und andere Namen zur Crème de la Crème ihres Genres. Hier kommen die besten aktuellen JRPGs. Acht Wege, acht Helden, ein 2D-Artstyle, der die Blickwinkel innovativ in Szene setzt und locker 80 Stunden Spielspaß sind bei Octopath Traveler nicht nur Name, sondern Programm. Squares Hommage an die guten alten JRPG-Zeiten der mittleren 90er Jahre eroberte mit seinem außergewöhnlichen 2D-HD-Look und klassischen rundenbasierten Kämpfen in kürzester Zeit die Herzen einer breiten Spielerschaft. Und das auch außerhalb Japans. Zwar entwickelt sich die Geschichte zunächst ein wenig schleppend, doch habt ihr den Einstieg geschafft, nimmt das Geschehen ordentlich an Fahrt auf. Für jeden, der eine packende Story rund um ein riesiges Königreich und ganz unterschiedliche Protagonisten erleben möchte, bietet Octopath Traveler das perfekte Oktagon, um sich rollenspielerisch auszutoben. Mit Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age geht Square Enix keine Experimente ein. Während es andere langlebige Serien hin und wieder mit neuen Spieleelementen probieren, bleibt auch der 11. Ableger ein durch und durch klassischer Vertreter seines Genres. Echoes of an Elusive Age setzt wie gehabt auf den ikonischen Grafikstil von Dragon Ball Zeichner Akira Toriyama, erzählt eine stringente Story und führt die Party in rundenbasierte Kämpfe, die es in dieser Form schon seit fast 30 Jahren gibt. Aber gerade dieser traditionelle Aufbau macht Dragon Quest XI so stark. Die Story verläuft spannend und überraschend, die Kämpfe spielen sich super und die Welt steckt voller schicker Schauplätze und sympathischer Charaktere. Da kann man nur festhalten, es war die richtige Entscheidung, nichts zu verändern. Seit gut 10 Jahren hat auch Nintendo seine eigene JRPG-Reihe namens Xenoblade Chronicles. Zu Beginn kaum wahrgenommen, hat sich der Abgesang auf die Wii innerhalb weniger Jahre vom Geheimtipp zum modernen Klassiker entwickelt. Ohne Bombastgrafik bohrt sich die wendungsreiche Geschichte um Shulk und seine Freunde, die auf zwei im Kampf erstarrten Titanen leben, in die Herzen von immer mehr Fans. Es sind die liebevoll ausgestaltete Dynamik zwischen den Charakteren, die einmaligen Schauplätze in einem ungewöhnlichen Setting und nicht zuletzt jede Menge Dramatik, die Xenoblade Chronicles mit etwas Verspätung in die Riege der ganz Großen befördert haben. Und das zu Recht. Eine Nintendo Wii ist übrigens nicht notwendig, um diese Perle nachzuholen. Dank der Xenoblade Chronicles Definitive Edition könnt ihr das Spiel in verbesserter Form auf der Switch erleben. Seit sich Square Enix mit kleineren Projekten wieder auf die Wurzeln seiner Japan-Rollenspiellaufbahn konzentriert, hat der Publisher einige Perlen hervorgebracht. Eine davon ist Bravely Default, das auf den ersten Blick wie ein Abziehbildchen eines in die Jahre gekommenen RPGs wirkt. Das Klassensystem, die liebenswürdigen, aber stereotypen Protagonisten, die korrumpierte Elementarkristalle zu reinigen suchen und die rundenbasierten Zufallskämpfe sprechen eindeutig dafür. Doch genau diese Dinge sind es, die Bravely Default so besonders machen. Gekämpft wird nicht in stur alternierender Reihenfolge. Das namensgebende Brave und Default Kampfsystem erlaubt es, zukünftige Züge vorzuziehen, um mehrfach anzugreifen oder umgekehrt Runden anzusparen, um sie auf einmal zu entfesseln. Dieser Twist verleiht dem Kampfsystem viel strategische Tiefe. Die handgemalten Stadtpanoramen kommen mit dem tiefen Effekt des 3DS besonders gut zur Geltung, das alles täuscht über die berüchtigte zweite Spielhälfte hinweg, die Spieler in einer endlosen Zeitschleife gefangen hält, bis es irgendwann Klick macht und sie das Rätsel lösen. Hätte Fire Emblem Awakening nicht für den Durchbruch im Westen gesorgt, wäre es um Nintendos Taktik-RPG-Reihe geschehen gewesen. Und dann hätte auch Fire Emblem Three Houses niemals das Licht der Welt erblickt. Technisch zwar überholt, traute sich das Entwicklerteam mit freundlicher Unterstützung von Koei Tecmo aber endlich die altbekannte Formel zu überholen. Reihte sich vor Three Houses überwiegend Schlacht an Schlacht, macht das an Hogwarts erinnernde Schulsetting die Geschehnisse zwischen den Kämpfen endlich erlebbar und füllt sie mit zahlreichen Aktivitäten, die einem an Persona 5 erinnernden Kalender folgen. Während sich die Geschichte im Kern zwar um dieselben Ereignisse dreht, fügen die drei unterschiedlichen Schulhäuser der Handlung ihre jeweils eigene Perspektive hinzu. Wer die Verstrickungen vollends verstehen will, kommt um drei Durchläufe aber nicht herum, was Three Houses in Sachen Umfang zu einem wahren Monster mutieren lässt. Yakuza als Rollenspiel? Ja, und das funktioniert unglaublich gut. Statt wie in den Vorgängern im Beat'em-up-Stil die bösen Jungs zu verkloppen, findet die Action in Yakuza Like a Dragon rundenbasiert und im Team statt. Spielerisch geht das dank saftiger Attacken und verrückter Fähigkeiten der Partymitglieder mächtig nach vorn.
So wirft einer eurer Verbündeten Brotkrümel auf die Gegner, damit sie von Tauben attackiert werden. Ein anderer setzt lebendige Hummer aus, die den Kontrahenten die Nase abkneifen. Abseits der irren Kämpfe erwarten euch wieder zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten, darunter Ausflüge in die Spielhalle, Karaoke-Einlagen oder Rennen im Mario Kart-Stil. Die bekloppten Ideen gehen dem Spiel niemals aus und machen Yakuza Like a Dragon zum ungewöhnlichsten, aber auch mit Abstand lustigsten und abwechslungsreichsten Teil der Reihe. Schon lange ist die Tales-Reihe eine feste JRPG-Größe. Ein Markenzeichen war dabei das Kampfsystem, das aufgrund seiner Dynamik mehr an ein Action-Adventure als ein klassisches Rollenspiel erinnerte. In Tales of Arise findet das System seinen vorläufigen Höhepunkt. Eure Attacken verbinden sich mit den Aktionen der KI-gesteuerten Party zu effektvollen Kombos, mit denen sich die Feinde betäuben lassen. Anschließend gebt ihr ihnen mit vernichtenden Boost-Schlägen den Rest, die grafisch genial inszeniert sind. Zugleich verläuft die Story angenehm kompakt und lässt euch entscheiden, ob ihr nur dem Hauptstrang folgen oder sämtliche Details der Geschichte, beispielsweise in Form von Nebenmissionen, mitnehmen wollt. So ist Tales of Arise für JRPG-Muffel der ideale Einstieg, während alle anderen ganz und gar in der Story und den motivierenden Kämpfen aufgehen. Nier Automata ist in jeder Hinsicht ein ganz besonderes Spiel. Es steckt viel Japan-RPG drin, wenn ihr in schnellen Kämpfen alles vom kleinen Roboter bis zum riesigen Wurm auseinandernehmt. Androiden 2B setzt mit irrsinniger Geschwindigkeit ihre Fäuste und Waffen ein, muss aber genauso schnell den Attacken der unterschiedlichen Feinde ausweichen. Dann fühlt ihr euch plötzlich wie in einem Shoot'em-up, weil unzählige farbige Projektile heranrauschen und euch zu präzisen Stickbewegungen drängen. Wenige Minuten später reitet ihr auf einem Elch durch die postapokalyptische Welt oder liefert euch ein Wettrennen mit einer eigenartigen Flugmaschine. Nier Automata ist immer überraschend, oft verrückt und manchmal regelrecht philosophisch. Existiert in euch nur ein Funken Interesse für das Genre, dann solltet ihr diese Perle gespielt haben. Unter vielen JRPG-Fans wird Persona 5 sowieso als das beste Spiel des Genres gehandelt. Mit der Royal Edition, die den Titel noch einmal um einige schöne Features erweitert, gibt's zusätzlichen Rückenwind. Auch wenn die Erzählung langatmig beginnt, liefert Persona-Spielern mit etwas Geduld einen genialen Storyverlauf, der auch nicht vor ernsten Themen zurückschreckt. Eine interessante Auswahl an Charakteren und ein genialer Artstyle peppen das Gesamtpaket noch weiter auf. Natürlich darf auch ein Soundtrack nicht fehlen, der Persona 5 Royal mehr als nur erinnerungswürdig in die Herzen der Spieler einbrennt. Heute bekommt ihr selbst die Royal Edition für kleines Geld in so manchem Sale, also schlagt unbedingt zu. Mit dem Final Fantasy VII Remake transportierte Square Enix das legendäre PS1-Rollenspiel von 1997 perfekt in die Gegenwart. Die Grafik erstrahlt in schickem 3D-Gewand, die Kämpfe laufen direkt und dynamisch ab und sogar die Story wurde um neue Szenarien und Handlungsstränge erweitert. Weil jedoch alle ikonischen Elemente wie Charaktere, Waffen und Feinde beibehalten wurden, fühlt sich das Remake für Kenner des Originals trotzdem wunderbar vertraut an. Alle Neueinsteiger dürften dagegen kaum glauben, dass dieses perfekt geschliffene Action-RPG seine Wurzeln auf der allerersten PlayStation hat. Glücklicherweise geht das Abenteuer in der Zukunft weiter. Square Enix arbeitet bereits in einer Fortsetzung, da bisher lediglich ein kleiner Teil des ursprünglichen Plots umgesetzt wurde. Falls ihr das Final Fantasy VII Remake noch nicht gespielt habt, dann holt es unbedingt nach. Am besten auf der PS5, denn das Update mit dem Namenszusatz Intergrade beinhaltet unter anderem eine verbesserte Technik und den ersten DLC mit Ninja-Kriegerin Yuffie.